Ich freue mich, dass der amtierende Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, Herr Professor Wort, den weiten Weg aus Fürth gewagt hat, hierhin nach Hattingen. Und das nicht zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Mal schon, lieber Heinrich. Und es geht heute um ein ganz wichtiges Thema, nämlich letztlich Medikamente in der Interaktion zwischen Herz und Lunge. Ich bin gespannt, Heinrich, was du zu berichten hast. Lieber Helmut, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Patientinnen und Patienten, ich freue mich sehr, dass Sie mich wieder einmal nach Hattingen eingeladen haben. Es ist selten so, dass wir mit so vielen Patienten zur gleichen Zeit kommunizieren, sprechen und diskutieren können. Und das ist schon ein Großereignis, was wir sicherlich dem Organisationstalent von Herrn Lingemann zu verdanken haben. Herr Lingemann, ich denke, dass auch wir Pneumologen Ihnen dafür großen Dank schuldig sind. Mein Thema ist etwas schwierig. Sie wissen, dass wir Ärzte Medikamente empfehlen und verordnen, natürlich mit dem Ziel, dass sie helfen. Sie wissen aber auch, dass Medikamente unerwünschte Wirkungen mit sich tragen können, sogenannte Nebenwirkungen, die die Einnahme und die das Wohlbefinden des Patienten, des Betroffenen stören können. Es gibt eine Unzahl von Medikamenten, die sich auf die Lunge unangenehm auswirken können. Und worüber ich heute sprechen möchte, sind Medikamente, die man entweder wegen einer Herzerkrankung nehmen muss, die dann die Lunge stören können, oder über Medikamente, die wegen einer Lungenkrankheit gegeben werden, aber unerwünschte Wirkungen, Effekte praktisch auf das Herz ausüben können. Das ist insofern wichtig, weil die häufigsten Lungenerkrankungen und insbesondere die COPD in ca. 30% mit einer Herzerkrankung vergesellschaftet ist. Wenn wir einmal die Zahl der Patienten mit COPD, mit chronisch obstruktiver Bronchitis und Lungenemphysem und die Zahl der Patienten mit Hochdruck und Herzerkrankungen zusammen ansehen, dann sind das etwa 30 Millionen Personen und es gibt mindestens 2 Millionen, von denen man annehmen muss, dass sie von beiden Krankheitsgruppen jeweils eine Erkrankung haben. Das ist also etwas sehr Häufiges. Nun, worüber werde ich sprechen? Ich werde sprechen über Medikamente, die bei Herzerkrankungen häufig eingesetzt werden und die ungünstige Effekte auf die Lunge ausüben können. Das sind die ACE-Hämmer, die den Blutdruck senken und für das Herz und die Kraftentfaltung des Herzens günstig sind. Das ist Acetylsalicylsäure, was Sie als Aspirin kennen, eines der am häufigsten verordneten Medikamente überhaupt. Das ist ein Medikament gegen schnelle Rhythmusstörungen, das Amiodaron oder Cordarex, was Lungenentzündungen hervorrufen kann. Und das ist die Gruppe der Beta-Blocker, die bei Herzerkrankungen, insbesondere bei Patienten nach Herzinfarkt, nahezu die wichtigsten Medikamente sind, die aber ungünstige Effekte auf die Atemwege ausüben können. Und im zweiten Teil werde ich dann auf Medikamente eingehen, die bei Lungenkranken wichtig sind, die aber zu Herzrhythmusstörungen Anlass geben könnten. Erster Punkt, die sogenannten ACE-Hämmer. Wichtigste unerwünschte Wirkung bei den ACE-Hämmern ist Husten. ACE-Hämmer sind Medikamente, die so die Endung Pril überall haben. Ramipril, Captopril, Enalapril, Perindopril. Also zum Beispiel Delix ist der Handelsname für ein Medikament hier auf der linken Seite oder Coversum hier auf der rechten Seite. Medikamente, die häufig zur Behandlung von Hochdruck oder einer Herzmuskelschwäche eingesetzt werden. Diese Medikamente haben in bis zu 10%, also wirklich häufig als Nebenwirkung, Husten. Und dieser Husten kann relativ frühzeitig nach Einnahme des Medikamentes auftreten, aber auch Monate bis zu 6 Monate später. Und wenn jemand neu einen ACE-Hämmer bekommen hat oder wenn er einen ungeklärten Husten hat und ACE-Hämmer nimmt,
dann muss man daran denken, dass hier dieses Medikament Ursache des Hustens ist. Und dieser ACE-Hemmer muss dann abgesetzt werden. Wir haben gute Alternativen, die sogenannten Sartane, die AT1-Antagonisten, die ähnlich wirken, aber nicht mit diesem Husten behaftet sind, höchstens ganz selten. Also hier gibt es gute Ersatzmedikamente, sodass der ACE-Hemmer-bedingte Husten kein Riesenproblem ist. Der zweite Punkt, das Aspirin, die Acetylsalicylsäure, kann Unverträglichkeiten, Überempfindlichkeiten verursachen. Dieses findet man bei einigen Menschen in der Bevölkerung, aber etwas häufiger bei Asthmatikern. Hier ist es so, dass diese Patienten dann auf Aspirin, die empfindlich darauf reagieren, einen Asthmaanfall entwickeln, also akut schwere Atemnot entwickeln können und oft auch auf andere nicht kortisonhaltige Entzündungshemmer reagieren können. Wenn eine solche Situation vorliegt, muss man natürlich in der akuten Situation der Atemnot den Asthmaanfall behandeln mit den üblichen Medikamenten Betamimetika und Cortison. Man muss bei Schmerzen als Ursache für den Einsatz von Aspirin auf andere Medikamente wie zum Beispiel das Paracetamol ausweichen. Und was ich Ihnen sagen möchte, dass es natürlich auf Herzseite eine Indikation für Aspirin geben kann, die sehr wichtig ist. Das Aspirin verhindert das Verklumpen von Blutplättchen, was wichtig ist, um Stents offen zu halten. Und wenn eine solche Situation da ist, können Sie, wenn jemand unverträglich ist und auf Aspirin zum Beispiel in der Lungenfunktion reagiert mit einer Zunahme der Enge der Atemwege, Sie können bei einer solchen Situation eine Art Hyposensibilisierung machen, wie Sie dies praktisch schon kennen bei anderen Allergien, Pollenallergien zum Beispiel. Da ist das sehr gut möglich und das geht auch mit Aspirin und kann notwendig sein, wenn jemand dauerhaft dieses Medikament nehmen soll. Ein in der Behandlung von schnellen Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern, Kammertachykardien wichtiges Medikament ist das sogenannte Amiodaron, das zu Lungenschädigungen, Schädigungen des Lungengewebes mit Entzündungsreaktionen, mit Fibrose führen kann. Insbesondere dann, wenn es in höherer Dosis eingesetzt wird. Höhere Dosis sind 2 Tabletten und mehr, also mehr als 400 Milligramm. Heute nutzen wir meist eine geringere Dosis, etwa die Hälfte. Dieses Amiodaron kann die Lunge also schädigen, kann zu Atemnot, zu trockenem Husten, manchmal auch zu leichtem Fieber führen. Hier können die Lungenentzündungen in der Tat Probleme machen. Sie sehen dies an einem Beispiel. Sie sehen hier das Lungenbild eines Patienten vor Beginn der Behandlung mit diesem Medikament gegen schnelle Herzrhythmusstörungen. Und Sie sehen hier diese weißen, fleckigen Verdichtungen, vorwiegend im Bereich der linken Lunge, aber auch etwas rechts, die aufgetreten sind. Sie sehen in der Spülflüssigkeit der Atemwege so Lamellenkörperchen, die typisch sind für diese Erkrankung, die auch den Stoffwechsel und den Phospholipidstoffwechsel insbesondere beeinflusst. Und Sie sehen, dass das dann nach Absetzen des Medikamentes langsam wieder zurückgeht. Hier muss man sehr sorgfältig absetzen, weil die Gefahr natürlich besteht, dass die Herzrhythmusstörung, weshalb dieses Cordarex oder Amiodaron gegeben wurde, nach Absetzen des Medikaments wieder auftritt. Aber auch hier haben wir Alternativen. Eine sehr häufig eingesetzte Gruppe von Medikamenten sind die sogenannten Beta-Blocker. Beta-Blocker blockieren sozusagen die Wirkungen des Sympathikus, eines Nervensystems, am Herzen und sind dadurch eine sehr wichtige Medikamentengruppe. Sie werden eingesetzt bei Bluthochdruck, bei der Herzkranzgefäßeinengung, der koronaren Herzkrankheit, insbesondere bei Zustand nach Herzinfarkt. Sie werden eingesetzt bei auch schnellen Formen von Herzrhythmusstörungen,
bei der Herzmuskelschwäche und vielen anderen Erkrankungen. Also häufig eingesetzte Medikamente, die meist am Ende mit Olol oder Lol enden. Das ist typisch für die Gruppe der Beta-Blocker. Diese Beta-Blocker sind für die Lunge nicht ganz ungefährlich. Sie können dazu führen, dass unsere Flimmerhärchen in ihrer Funktion eingeschränkt werden. Noch wichtiger sind aber die Auswirkungen auf die Atemwege, die sie oder durch deren Wirkung praktisch eine Einengung der Atemwege auftreten kann. Besonders betroffen hiervon sind die Patienten mit Asthma. Weniger gefährlich ist dies für die Patienten mit COPD, insbesondere für Patienten mit COPD, die keine besonders ausgeprägte Überempfindlichkeit der Atemwege haben. Überempfindlich heißt, dass Patienten besonders stark auf Reize wie kalte Luft, Stäube, Gase, Dämpfe mit einer Einengung der Atemwege reagieren. Die Asthmatiker tun das viel stärker als die gesunden Menschen oder auch die Patienten mit COPD. Deswegen sollte man bei Asthmatikern auf die Beta-Blocker verzichten. Sie sehen hier ein tragisches Beispiel, was sich wirklich zugetragen hat. Eine 35-jährige Frau verstarb, weil sie nicht das vom Arzt verordnete Cortison zur Behandlung des Asthmas erhalten hatte, sondern den Beta-Blocker Propranolol, der zu einer praktisch zum Tode führenden Einengung der Atemwege geführt hat. Dies gilt es zu vermeiden, wobei man sagen muss, Beta-Blocker, hier gibt es auch unterschiedliche Typen. Manche, die weniger häufig die Beta-Rezeptoren in den Atemwegen praktisch dort sich anlagern und damit günstiger sind, das sind die sogenannten kardioselektiven Beta-Blocker, die mehr auf das Herz gehen und weniger die Lunge betreffen. Aber eine gewisse Gefährdung bezüglich einer Einengung der Atemwege ist durch Beta-Blocker gegeben. Deswegen beim Asthma nicht einsetzen. Bei der COPD sieht dies ganz anders aus, insbesondere bei Patienten, die eine COPD und eine Herz-Kranzgefäß-Erkrankung haben und einen Herzinfarkt hinter sich haben. Hier ist die Sterblichkeit dann, wenn man Beta-Blocker einsetzt, geringer, als wenn man den Beta-Blocker nicht einsetzt. Trotz der COPD wird also die Situation für den Patienten gebessert, die Lebenserwartung gebessert durch den Beta-Blocker, weil er vor einem erneuten Herzinfarkt schützt. Und wir wissen, dass dieser Schutz auf verschiedene Weise vor sich geht. Es wird geschützt vor Rhythmusstörungen, die lebensbedrohlich sein können. Der Beta-Blocker bessert die Herzmuskelschwäche, er schützt vor erneuten Herzinfarkten. Und deswegen nutzen die Kardiologen die Beta-Blocker sehr gerne. Sie schrecken manchmal davor zurück, wenn es sich um Patienten mit einer COPD handelt. Und das ist eigentlich nicht richtig. Beta-Blocker sind für COPD-Patienten außerordentlich wichtig, wenn sie eine Herz-Kranzgefäß-Einengung haben. Und es gibt inzwischen eine große Untersuchung, die im letzten Jahre publiziert worden ist, aus einer großen Datenbank in Schottland. Hier wurden über mehr als 4 Jahre knapp 6.000 Patienten untersucht, die unterschiedlich intensiv wegen ihrer COPD mit inhalativen Kortikoiden, mit langwirksamen Beta-Mimetika und auch mit Tiotropium behandelt wurden. Und wenn diese Patienten zusätzlich zu dieser Medikation zur Behandlung der COPD einen Beta-Blocker erhielten, dann waren sie in all diesen Situationen besser dran bezüglich der Lebenserwartung. Also Beta-Blocker sollten nicht abgesetzt werden, weil jemand eine COPD oder schwere COPD hat, es sei denn, es tritt eine unbeherrschbare schwere Enge der Atemwege auf, was sehr, sehr selten ist. Wir können also festhalten, dass man bei Beta-Blockern, insbesondere wenn es sich um eine Herz-Kranzgefäß-Erkrankung handelt oder eine Herzmuskelschwäche, durchaus bei Patienten mit COPD diese Patienten einsetzen kann. Man kann die Lungenfunktion kontrollieren, um zu prüfen,
ob die Atemwege enger werden. Sie können etwas enger werden auf längere Sicht, jedoch kein Problem für die Patienten. Es wird auch immer gesagt, dass Beta-Blocker zu Depressionen führen. Hierzu gibt es keine sehr guten Untersuchungen. Die wir haben, sagen, dass das eigentlich nur ein Randproblem bei einem kleinen Teil der Patienten sein kann. Nun, wenn wir die Hochdruckmedikamente ansehen, so haben wir hier durchaus Möglichkeiten, die Lunge zu schonen und Medikamente einzusetzen, die eben nicht die Lunge schädigen können. Dazu gehören die Calcium-Antagonisten, wie zum Beispiel das Nifedipin oder das Nitrendipin oder ähnliche Medikamente, auch das Amlodipin. Die machen an der Lunge keine wesentlichen unerwünschten Effekte. Die ACE-Hämmer können wir ersetzen durch AT1-Rezeptor-Antagonisten und Beta-Blocker zur Hochdrucktherapie sind bei Patienten mit Lungenerkrankungen meist zu umgehen und nicht unbedingt erforderlich. Wenn es darum geht, die Herzfrequenz zu begrenzen, so haben wir heute auch neue Möglichkeiten wie das Ivabradin, mit dem wir die Möglichkeit haben, das ist das Procoralan, die Herzfrequenz wie bei einem Beta-Blocker senken zu können, wenn ein regelmäßiger Herzschlag vorliegt. Aber dieses Ivabradin macht eben nichts an der Enge oder Weite der Atemwege, sodass Sie das auch bei Asthmatikern praktisch einsetzen können, wie diese Untersuchung eines englischen Kollegen zeigt. Nun zu den Lungenerkrankungen. Sie wissen, dass wir bei eingeengten Atemwegen Medikamente geben, die sie erweitern. Dazu gehören die Beta-Mimetika, dazu gehören die Anticholinergika, dazu gehört auch das Theophyllin. Und diese Beta-Mimetika, die können dadurch, dass sie nicht immer nur die Beta-2-Rezeptoren, sondern manchmal auch die Beta-1-Rezeptoren am Herzen in höherer Dosis erreichen, durchaus zu Herzrhythmusstörungen führen, meist solchen, die von den Vorhöfen ausgehen und nicht so gefährlich sind, manchmal aber auch zu Rhythmusstörungen aus den Herzkammern führen. Und diese Nebenwirkungen können natürlich auch einmal kritisch werden. Man muss auch sagen, dass diese Beta-Mimetika zu einem Abfall des Kaliumspiegels führen können, was die Rhythmusstörung begünstigt, und Sauerstoffmangel, entwässernde Medikamente können dies zusätzlich verstärken. Also solche Beta-Mimetika können schnellere Herzrhythmusstörungen verursachen. Man hat einige Jahre lang diskutiert, dass durch diese Beta-Mimetika auch Herzinfarkte entstehen. Es gibt Untersuchungen zahlreicher Art dazu. Man kann sich merken, dass dies eigentlich nur bei einer sehr starken, eigentlich bei einer Überdosis der Beta-Mimetika der Fall ist. Diese unerwünschten Effekte der atemwegserweiternden Beta-Mimetika sind kritischer, wenn die Patienten älter sind. Das sehen Sie an dieser Untersuchung für verschiedene Medikamente gezeigt gegenüber Placebo. Wenn jemand über 65 Jahre alt ist, sind die unerwünschten Effekte häufiger, als wenn jemand jünger ist. Und sie sind häufiger, wenn jemand schon eine Herzerkrankung hat, neben seiner Lungenerkrankung, neben seiner COPD. Was aber praktisch für alle diese Beta-Mimetika in ähnlicher Weise gilt. Es gibt noch andere atemwegserweiternde Medikamente, die Anticholinergika, wie das Ipratropiumbromid, das Atrovent oder das Tiotropiumbromid, das Spiriva. Auch hier hat man in einigen Untersuchungen gehäuft Rhythmusstörungen gefunden, vorwiegend aus den Vorhöfen. Eine große Studie hat aber zeigen können, dass gegenüber Placebo das Spiriva, das Tiotropium, eher zu weniger kardiovaskulären Ereignissen, Herzinfarkt zum Beispiel, oder kardiovaskulären Todesfällen führte, also eher wenig bis unbedenklich ist. Bedenklich ist das Theophyllin. Das ist das Medikament, was häufig, wenn es eingesetzt wird, zu Problemen führt, zu Vergiftungen führen kann, insbesondere wenn man Notfälle versorgt
und mit den weiterbehandelnden Ärzten nicht spricht, wenn der Notarzt dem Patienten Theophyllin praktisch spritzt oder gibt, wenn im Notarztwagen Theophyllin gegeben wird und dann vielleicht in der Notaufnahmestation noch einmal, dann können, und das ist gar nicht so selten, schwere Vergiftungen durch Theophyllin entstehen, die zum einen zu Krampfanfällen und zu anderen zu solchen Herzrhythmusstörungen, die überwiegend von den Vorhöfen hier ausgehen, führen kann, die nach Absetzen des Medikamentes wieder verschwinden können. Ein neueres Medikament, das Daxas, das Roflumilast, was Sie vielleicht schon hier und da mal gehört haben, was zur Hemmung der Entzündung bei COPD, zumindest bei den schweren und sehr schweren Formen mit Husten und Auswurf eingesetzt werden kann. Dieses Medikament hat wenig unerwünschte Effekte am Herzen. Weniger als Placebo, ist also für die Herzseite günstig. Dieses Medikament hat den Nachteil, dass es an Nebenwirkungen häufig Unverträglichkeiten seitens des Magen- und Darmtraktes nach sich zieht. Ich möchte schließen mit diesem Bild. Sie sehen hier zwei Gesichter, die zwei Seiten auch des Medikamentes, die Wirkungen, die wir ja schätzen und weshalb wir das Medikament verordnen und einsetzen. Wir sollten aber auch daran denken, dass Medikamente durchaus unerwünschte Effekte haben können, wie ich Ihnen das am Beispiel der bei Herz- und Lungenkrankheiten häufig eingesetzten Medikamente gezeigt habe. Herzlichen Dank. Applaus